Horig, Horig, Horig ist der Sell. Und wenn der Sell nicht Horig wäre, dann wüsste man nicht, wer Horig wäre. Wir sind der Narrenverein Neubühringer. Ich bin die Ulrike Wiese und die erste Bürgermeisterin. Und wir feiern heute dieses Wochenende unser 111+1 Jubiläum. Warum ist denn das so schnapsig? Weil wir einfach letztes Jahr eine enge Fasnacht gehabt haben und wir dieses Jahr gesagt haben, wir machen uns das dann luftiger und feiern 111+1. Kann man auch ableiten zum 11.11. Deswegen, das passt toll, wir sind närrisch und dann sieht man den schon am Geburtstag feiern. Wir Neubühringer sind damals 1905 gegründet worden. Das ging raus aus einer Stammtischreederei. Wir waren alle fancy, auch ein bisschen Größe waren haben wir gehabt. Und daraufhin, da die Stadt Singen, der östliche Teil von Singen, immer sehr vernachlässigt hat, haben wir die Opposition damals gegründet. Mit eigenem Bürgermeister wurde ein Gemeindeparlament ausgerufen und so ist unsere Gründung entstanden. Wir sind heute etwa um die 260 aktive und passive Mitglieder und feiern hier in Singen Fasnacht und fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Wir sprechen heute über den Narrenbaum und die Geschichte des Narrenbaums, weil viele gehen zum Narrenbaum stellen, aber keiner weiß den Ursprung des Narrenbaumes. Der Narrenbaum hat einen keltischen Hintergrund, weil damals haben die Stämme durch einen Stamm mit einem Symbol bekundet, wer sie überhaupt sind. Heute ist es so, dass die Narretei den Narrenbaum beansprucht, sowie auch der Maibaum, wo die Städte ihre Handwerksgilde offenbaren, was sie haben. Der Narrenbaum heute kennzeichnet die Narrenvereine, wo sie beherbergt sind. Und es hat schon lange auch Streit gegeben, wer hat den höchsten Narrenbaum und den schönsten Narrenbaum. Er soll auch die Fruchtbarkeit darstellen, dass man so viel wie möglich Narrensamen kriegen, so viel wie möglich Narren um den Baum tanzen können. Und ich finde es eine schöne Kultur, den Narrenbaum darzustellen, wo die Narren zu Hause sind.